Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. So, wir möchten uns jetzt wirklich mal in die Stadt begeben, weil mein Inventar voll ist und ich jetzt endlich mal wirklich echt mal was loswerden muss. Also wenn wir jetzt erstmal Richtung Stadt reiten, bevor wir uns anders machen. Wir können den ganzen Leid geboren und Toten hier. Hat ja eh keinen Sinn, ne? Ja. So, schön. Gib ihm. Reicht da den Felsen rum. Bams! Idiot. Ich habe noch wieder. Aisha. Hack. Danke. So, dann haben wir noch eine Quest, die wir annehmen können. Bevor noch Garm festzureiten, nehmen wir die noch auch noch an. Ach so. Oh. So viel dazu. Maschinärer Mord. Alles klar, da werden wir uns gleich drum kümmern. Aber erstmal, wie gesagt, ums Inventar. Wo ist ein Eisenerz? Ja, damit. Und weiter. Ich sitze hier an der Gegend, wo ich voll quatschen will. Mit dem Lumpensack. So. Wir müssen in die Richtung runter, damit wir zu den Händlern kommen. Dann können wir gleich mal an den Stellen vorbei. Uish, pack. Knack, knirsch. Tot. Kann nicht mehr tot. Hä? Achso, da hängen sie. Da hängen sie. Ist der Stall hier? Ach, hier ist er doch schon. Leckerlich fett. Hallo. Ich möchte mich umsehen. Geschwindigkeit einmal bitte. Danke. So, und wo ist jetzt? Bist du jetzt hier? Da hängen wir. Da gehen wir erst hin, bevor wir die Quest machen. Ist das blöd? Nee, da. So, einmal außen rum. Ne, hier. Gib ihm. So, und jetzt kommen wir genau noch zu Schickeria. Erstmal müssen wir eh was loswerden. Oh, hier Bücherregal. Kann ich es lesen? Ja, und das bringt uns nichts. Hallo. Ich habe genau, was ihr braucht. Ja, zeige mal. Ach so, Gildenhändler. Nee, Gildenhändler möchte ich nicht. Ich möchte normalen Händler. Normalen Händler. Oder muss ich hier rein? Hier sind auch noch ein paar normale Händlers. So, und hier ist auch viel los. Ach, erstmal muss ich zum Händler, bevor ich irgendwas klein machen kann, weil mir die Farbe voll ist. Bist du Händler? Ich kann ihn. Nein. Schmiedestelle. Bist du Händler? Ich schreibe gerne. Nein. Wo ist die denn? Ach, hier, die hier doch noch nicht. Ach, sie wieder. Oh, leck mich fett. Da ist er. Richtige Werkzeuge. So, dann verscherbeln. Hier, das kann weg. Sollen wir hier mittlere Rüstung? Oh, weg. Eichenfroschstab. Moment, wie ist denn mein Stab? 430. Meiner hat 430. So, verkaufen. Oh, weg. Weg. Behalte ich. Weg. Behalte ich. Weg. Leichtrüstung weg. 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 Und schon brauche ich nicht. Hier das auch. Das. Was haben wir hier noch? Ach, der auch. Halten wir noch? Was haben wir hier noch? Oh, weg. Panzer, das können wir gleich mal als Trödel markieren. Zack.
Also reparieren schnell. Öl verkaufen. Das verkaufen. Das behalte ich hier noch. Stahlkurser behalte ich auch noch. Dann können wir doch die hier oben verkaufen. Oh ne, die werten wir. Die verarbeiten wir wieder. Zack, und das weg. Halt klar, Mäuschen. Das ist wieder an eine Schmiedestelle. Zack, Feinherz. Bums, bums. Bums, bums. Bist du. Ja. Verwerten. So, Frost. Schockladung. Hier, der kann weg. Zack. So, was haben wir an der Rüstung, was weg kann? Hier, guck mal. Das ist unsere. Moment, guck, wie das aussieht. Ich muss immer erst gucken, wie das aussieht. Nee, geht auf keinen Fall. Das geht auch nicht. So kann ich nicht rumlaufen, sorry. So kann ich einfach nicht rumlaufen. Da mache ich sie lieber klein. Weg. Weg. So, aufwerten. Können wir da irgendwelche Rüstungsteile aufwerten? Zum Beispiel ihn hier. Na gut, der ist ja schon grün. Ich schaue einfach mal. Davon muss aufwerten können. Das wird bestimmt nichts. Das lasse ich auch lieber. Nachher habe ich keinen. So, die Stahlbeine. Ach komm, hier die. Zack. Bam, 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 bam. Ja. Die Schulterplatten. Ach komm, wieder noch einmal. Soll ich viermal? Ja. Vielleicht krieg ich die Stiefel auch nochmal. Ich versuch's einfach, wenn ich brauche mal neue. Ah, das war wohl nichts. Dann einmal auf Herstellen. Was war das jetzt? Bretonia, ne? Dunmeer, Nord. Welche Stiefel hatte ich denn? Nö. Nö. Ich weiß nicht, welche Stiefel ich hatte. Ich blöde. So, guck, welchen ein Helm ich habe. Kann ich hier nichts Dinges machen? Moment, da muss ich nur kurz zum Händler. So, ich muss nur was kaufen. Was haben die denn? Ich glaube den hier. Oder den hier, weiß ich nicht genau. Weiß ich jetzt nicht genau, was die Petronia haben. Aber der hier war richtig. Zack und einmal bitte neue Schuhe. Ding. So, und dann nochmal aufwerten. Kann ich jetzt noch was aufwerten? Nein. Dann lassen wir es lieber. Super schön. So, die Stahlplatte. Zack. 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 Bing. So, sind wir wirklich richtig gerüstet. Was hat das Inventar? Ziemlich viel Mist haben wir dabei. Vielleicht können wir den Bogen ja mit dem Drehmaöl aufwerten. Wo haben wir denn hier? Schreinerei. Schreinerei. Wo ist denn hier die Schreinerei? Blöde. Fleischstelle. Verzeihung, sehr schön.
Weiß ich nicht, aber wir gehen mal kurz zum Färbetisch gucken. Neue Farben wäre auch mal cool, ne? So, wo ist der denn jetzt? Das ist doch hier irgendwo stehen. Ist der hier drinne? Scheint schon. Gehen wir mal rein, nein, puff. Ja, hier ist so der Färbetisch. Zack. So, ich hätte ganz gerne was Dunkles. Was haben wir hier von? Was wird denn hier dunkel? Gar nichts. Aha. Ah, jetzt. Oh, was stimmt denn hier nicht? Voll langsam. Was habe ich denn noch so Feines? Nicht viel. Was wird dadurch? So, ich muss einmal komplett das Farbschema durch. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und bitte färbe dich. Sieht doch ganz cool aus. Behalte ich so. Annehmen. Ja. Es bleibt so, dankeschön. So, Sugi vergisst mich viel besser. Schicke neue Rüstung. So. Dann können wir jetzt. Erstmal hole ich wieder oben Dings. Die himmlische Scherbe hole ich mir als erstes. Die himmlische Scherbe, ne? So. Jetzt darüber. So, dann müssen wir schon ein bisschen suchen. Wenn sie nicht schon auf der Karte oben auf dem Radar erscheint. Den Tempel des Tribunals entdeckt. So. Da sehe ich doch schon schimmern. Also auf dem Radar oben. Aber oh, der Feld sehe ich noch nicht. Ach hier, im Brunnen. Guck mal einer an. Im Wasserfall. Im Wasserfall. Na ja, damit. So. Oh, ein Fertigkeitspunkt. Ja, was wollen wir denn nehmen? Wir hätten auf der anderen Seite auch hier, siehste, nehmen wir mal Zerstörungswaffe, Zerstörungsstab. Was haben wir hier? Flammenbürgung zerstört zurück. Soweit ich gehört habe, habt ihr eine entscheidende Rolle bei der Zerschlagung der Dolchsturzarmee bei Davons Wacht gespielt. Stimmt, Mäuschen, stimmt. So, komm, wir nehmen den hier. Zack. Freischalten, wenn du kommst hier auf den da. Bums, 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 die Tür ist zu. So, Schickeria. Komm, wegpacken wieder. Und jetzt gehen wir hoch zum Tempel. Der Tempel des Tribunals. Dene. Oh, reite du. Ich habe auch ein Goal. Aber hier ist er schon. Wird auch Zeit, dass ihr auftaucht. Ich bin vor lauter Warten schon fast verrückt geworden. Erzähl dir nicht. Wisst ihr, dieser Ort steht nicht gerade weit oben auf meiner Liste von Plätzen, an denen ich am liebsten meine Zeit verbringe. Habt ihr auf mich gewartet? Nein. Es macht mir nur Spaß, am Tempel herumzulungern. Ich liebe all das Zähneknirschen und die Heuchelei. Ach ja. Ja, ich habe auf euch gewartet. Nun, freut euch nicht zu früh. Es braut sich Ärger zusammen und ich habe keinen entsprechenden Kontrakt. Also kann ich mich auch nicht offiziell einmischen. Kontrakt K. Was für Ärger. Die Leitgeborenen sind in der Stadt. Ich habe gesehen, was sie Narses antaten und ich will nicht, dass Gramfeste das Gleiche zustößt. Ich sollte mich eigentlich nicht darum scheren. Aber ich werde wohl langsam etwas weich. Ihr habt genug Einfluss, um einen mächtigen Verbündeten hier zu finden und eigene Ermittlungen anzustellen. Almalexia möchte mit mir sprechen. Halt! Ihr habt eine Verabredung mit der Heiligen Herrin? Sicher. Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Danke. Hört zu. Erzählt ihr von den Leitgeborenen. Vielleicht lässt sie euch all dem nachgehen. Es würde mir eigentlich nicht im Traum einfallen, sie so auszunutzen, aber diese Sache ist zu wichtig.
Und Almalexia liegt diese Stadt wirklich am Herzen. Ich werde mit ihr sprechen. Und ich werde nachsehen, ob ich herausfinden kann, wo sich die Leitgeborenen verstecken. Da knirscht. Ich treffe euch dann im flammenden Nix, der Eckschenke südöstlich von hier. Oh, und hört zu. Kein Wort über mich zu Almalexia. Versprecht mir das und ich werde euch helfen, Gramfeste zu retten. Ich verspreche es. So, dann gehen wir hoch zu dem Mäuschen. Preiset die drei und gebt die Flasche Sujama weiter. Hm? Ja, diese Pinsel da auf dem Kopf, die gefallen mir nicht, aber sonst sieht das eigentlich ganz cool aus. Tempel des Tribunals. Oh. Da ist das Mäuschen. Oh. Willkommen im Grabfeste, mein Kind. Euer Name ist dem Tribunal bekannt. Es war weise, meiner Einladung zu folgen. Was kann ich für die Mutter Morans tun? Ihr habt meinem Volk geholfen. Und durch eure Taten habt ihr auch mir geholfen. Ich spüre, dass eure bisherigen Errungenschaften nur der Anfang gewesen sind. Meine Registrare haben euch Zugang zu dieser Stadt gewährt. Aber ich wollte euch persönlich für eure Taten danken. Ach, so nötig gewesen. Unsinn. Ich erfreue mich daran, jene zu belohnen, die meinem Willen dienen. Möge diese Laterne euch auch in finstersten Zeiten Licht spenden. Doch ich spüre, dass euch etwas bedrückt. Sagt es mir. Zaudert nicht, auch in meiner göttlichen Gegenwart frei zu sprechen. Göttlich? Ich habe gehört, dass die Leitgeborenen Gramfeste sind. Die Penisse. Ich spüre, dass hinter eurer Geschichte mehr steckt. Aber ich werde nicht nachbohren. Ich vertraue auf eure Instinkte und euer Urteil in diesem Belang. Ich habe euch als mit meiner Autorität gesegnet. Ach, ihr ja. dürft die Präsenz der Leitgeborenen frei nach eurem Belieben untersuchen. Oh ja, gerne. Habt Dank. Seid mit eurem Dank an mich nicht so voreilig. Schließlich müsst ihr die ganze Arbeit verrichten. Mit Solltet ihr den Dorn der Leitgeborenen aus meinem Fleisch ziehen, werde ich noch einen weiteren Grund haben, euch zu danken. Geht und sprecht mit euren geheimniskrämerischen Verbündeten. Wir haben die gleichen Ziele. Vorerst. Könnt ihr mir das über die Laterne erzählen, die ihr mir gegeben habt? Stellt ihr immer die Gaben einer Göttin in Frage? Natürlich. Doch ich bin in einer großzügigen Stimmung. Ach ja. Die Laterne braucht weder Flamme noch Brennstoff, um Licht zu erzeugen. Ihr aktiviert sie einfach. Und sie lässt für kurze Zeit eine Kugel der Erleuchtung an eurer Seite erscheinen. Alles klar, danke. So, und dann raus aus dem Tempel des Puffs, des Tribunals, der alten Möse, der alten Zaubermöse. Hallo? So, wo muss ich denn hin? Von hier oben. Folgt der Turmspur, der Trümmerspur, ach ja. Was sieht das, dass ich hingehe? Ach, hier unten. Ach da, na gut. Reiten wir mal schnell hin dann, ne? Und hab und zack und Gaul und fast tot und jetzt hier und Flip. Oh, 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 oh. Das war knapp. Junge, Junge, Junge. Das war knappig. Ja, im Gaul alle Beine gebrochen. Hä? Schleicht er hier so rum? Sehe ich, du Huren. So, und zack. Und noch ums Bums. Die ansprechenden Penner. Nee. So, es wird wieder Zeit. An der Stelle mache ich einen Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Elder Scrolls Online. Tschüss.